Hallo, emporstrebende Freunde der Freiheit. Wollt ihr auch besser sehen, besser hören, stärker sein, vielleicht schneller denken, kurzum leistungsfähiger, entwickelter sein, als ihr es aktuell seid als Menschen? Wollt ihr eure bestehenden Grenzen überwinden und mehr? Falls ja, dann seid ihr genau richtig bei diesem Video, denn heute geht es um Transhumanismus. Transhumanismus, das ist einmal das Wort Trans und Humanismus. Trans heißt drüber, hinaus, drüber hinweg und Humanismus heißt, naja, der Mensch. Das heißt, es geht um eine Philosophie, die sagt, der Mensch, so wie er gerade biologisch ist, so wie ich hier stehe, ist ein Auslaufmodell, das geht doch besser, das können wir besser machen, durch Technologie. Indem wir zum Beispiel durch Gentechnik die Menschen verbessern, Fehler aus ihrem Erbgut ausschalten, ihnen vielleicht sogar neue Fähigkeiten geben. Aber auch, indem wir beispielsweise irgendetwas in den Menschen hineinimplantieren, beispielsweise irgendwelche technischen Geräte, die uns neue Fähigkeiten geben, die uns mehr ermöglichen. Kurzum, all das ist Transhumanismus und das ist ein sehr, sehr radikales Konzept. Ein Konzept, was deshalb aber auch wirklich viel Feindschaft erfährt. Beispielsweise auch von einigen Libertären. Und das muss ich gestehen zu meinem großen, großen Unwillen. Wir haben zum Beispiel so jemanden wie Markus Krall, der durchaus einige nette Texte und Bücher schreibt, aber dann halt glaubt, dass es irgendwie satanisch ist, Transhumanismus. Weil ein paar Kollektivisten, ein paar Linke und Grüne und so das in den Mund genommen haben. Und dass das schlecht wäre, weil das würde uns vom natürlichen menschlichen Leben wegbringen. Oder wir haben zum Beispiel auch Gunnar Kaiser, der ja leider bisweilen eine gewisse ESO-Tendenz hat und uns deshalb ebenfalls sagt, ja, ist das denn richtig, kann das denn richtig sein, so das eigentlich Menschliche aufzugeben? Meine Antwort ist, ja, das ist es. Und diese Antwort stelle ich nicht nur gegen Markus Krall oder Gunnar Kaiser, die stelle ich auch gegen unzählige Grüne oder religiöse Menschen, die sagen, nein, der Mensch ist von Gott genauso geschaffen, genauso muss er bleiben. Und besonders wichtig, das müssen wir mit dem Staat auch durchsetzen, dass der so bleibt. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt anfangen, einen Teil der Bevölkerung genetisch irgendwie hochzuspleißen? All diese Leute, die so sehr auf die Natürlichkeit des Menschen bedacht sind, denen es wichtig ist, dass der Mensch genauso ist wie von Gott geschaffen oder von der Natur gewollt, möchte ich fragen, wie natürlich denn bitte all das ist, was wir tun und wie wir leben. Wie natürlich zum Beispiel ist ein Kaiserschnitt? Wohl kaum. Ein Kaiserschnitt ist tendenziell eher am Transhumanismus dran, als an einem normalen Leben. Denn offensichtlich wird nicht normal geboren, sondern zielgerichtet der Frau, der Bauch aufgeschnitten, das Kind herausgenommen, der Bauch wieder fachkundig vernäht und so weiter. Und das ist eine super Sache. Seitdem wir die richtige Kaiserschnitttechniken haben, ist der Anteil an Kindersterblichkeit und vor allem auch an Müttersterblichkeit krass runtergegangen auf der Welt. Das war super. Aber nicht nur das. Ein Stückchen Transhumanismus haben wir ja schon in unserem Alltag. All die, die ein Hörgerät haben. All die, die eine Brille haben, um ihre natürlichen Defekte auszugleichen. All die, die einen Herzschrittmacher haben, der ihr sie am Leben hält, weil es die Natur nicht mehr tun würde. All das ist ja schon ein gutes Stück Transhumanismus. Aber mir ist das nicht genug. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Ich glaube nicht, dass wir irgendjemanden dazu zwingen sollten, wie immer. Ich bin ein Libertärer, ich glaube an die Freiheit und die freie Entscheidung jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass niemand dazu gezwungen werden sollte, sich irgendwas implantieren zu lassen und das Genmaterial zu verbessern, noch dass es irgendjemandem verboten werden sollte. Aber die Möglichkeiten, die ich darin sehe, sind fantastisch. Und die Gentechnik ermöglicht uns hier und vor allen Dingen in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich Schritte, die uns noch heute völlig unvorstellbar erscheinen. Ich zum Beispiel fände es gar nicht schlecht, mal Nachtsicht zu haben. Mir ist es schon häufiger passiert und wahrscheinlich ist das ein Szenario, was ihr kennt, dass man aus dem Bett sich hochrafft und halb schlaftrunken dann irgendwo gegenläuft und bumm sich den Zeh stößt. Ein Problem, was man ganz leicht lösen könnte, indem man den Menschen einfach Nachtsicht gibt. Wäre doch geil. Also ich zumindest hätte gerne Nachtsicht. Ich hätte auch gerne Infrarotsicht, das wäre doch spannend. Und was ich zum Beispiel auch super fände, wäre höher zu springen. Ich finde Springen ist sehr erhebend. Und jetzt stellt euch mal vor, man würde bei eurer Beinmuskulatur so hinterherhängen und so nachbessern, dass ihr dann plötzlich 3 Meter hoch springen könntet. Bedenkt mal, wie schnell ihr euch dann fortbewegen könntet allein schon. Der Weg zum Supermarkt dauert dann gleich nur die Hälfte, wenn man immer so 2 Meter Sprünge macht. Wäre doch auch nicht schlecht. Kurzum, da geht unglaublich viel. Aber wie gesagt, es geht auch noch auf einer viel, viel banaleren Ebene. Wir könnten alle möglichen Erbkrankheiten, die es gibt, auslöschen. Natürlich sagen jetzt wieder die einen Leute, aber das ist so unnatürlich. Wie können wir das nur tun? Aber ganz ehrlich, Antibiotika ist auch unnatürlich. Antibiotika ist auch ein total künstlicher Stoff, mit dem wir Krankheiten ausgelöscht haben. Warum überhaupt sollten wir erst warten, bis die Menschen mit Behinderung oder Problemen auf die Welt kommen, nur um sie dann sozusagen nachträglich zu versuchen, in der Welt, in der sie dann geboren sind, zu beheben mit Nachteilen für sie? Warum sollten wir überhaupt zulassen, dass Leute geboren werden, die eine Brille tragen müssen? Und warum sollten wir nicht einfach direkt den kleinen Eingriff machen und dieses Problem korrigieren, sodass die Leute genau die gleichen Menschen zur Welt kommen, aber ohne halt Brille tragen zu müssen? Wäre ja gar nicht unpraktisch. So schön sind Brillen auch nicht. Kurzum, Transhumanismus ermöglicht uns, sobald wir mal ein bisschen Fantasie haben, die Welt zu einem viel fantastischen Ort zu machen.
Und Transhumanismus ist nicht, wie viele Kritiker behaupten, etwas völlig anderes als das, was wir bisher tun. Wir sind nur technisch ein bisschen besser, aber wir tun das, was die Menschheit immer schon getan hat. Bestimmte natürliche Grenzen, natürliche Hindernisse, die sich uns entgegenstellen, die unser Leben negativ beeinträchtigen, unser Leben vielleicht sogar zerstören und unseren Tod bringen, die bekämpfen wir durch das, was wir an technischen Möglichkeiten haben. Wir versuchen auch besser zu werden auf der Basis von dem, was wir an technischen Möglichkeiten an Wissen haben. Wir bewegen uns schneller fort, indem wir Autos bauen oder Elektroroller oder ähnliches, damit wir schneller von A nach B kommen. Wir haben massenhaft technische Geräte entwickelt. Zum Beispiel, um über Distanzen zu kommunizieren, wo wir uns unserer Natur nach jetzt hinweg nicht anschreien können. Egal wie gut ein Mensch schreit, ich kann nicht von hier nach Südamerika schreien, aber ich kann von hier nach Südamerika telefonieren. Auch da habe ich doch die natürlichen Grenzen des Menschen gesprengt. Also warum überhaupt diese Sorge davor zu sagen und das dann konsequent zu machen, zu sagen, wir haben wieder eine neue Möglichkeit, den Menschen technisch weiterzuentwickeln, nutzen wir sie doch. Was spricht denn dagegen? Außer es sollte irgendwie natürlich sein. Wie gesagt, dann geht in die Höhle. Die Höhle ist das Natürliche des Menschen. Steinzeit. Die Menschheit hat nicht umsonst 90% ihrer gesamten Existenz in der Höhle verbracht oder mehr. Das war das natürliche Biotop des Menschen, bis wir angefangen haben zu sagen, ach, das ist scheiße in der Höhle. Wir krepieren hier alle mit 30. Drei von fünf Kindern krepieren die ganze Zeit, ständig krepieren die Mütter mit, das ist alles elendlich. Wir haben mit 40 alle keine Zähne mehr. Zur Hölle damit, wir machen das besser. Warum also nicht auch hier besser machen? Und natürlich gibt es Argumente, die sagen, ja okay, aber wenn wir das erstmal zulassen, dann werden einige Menschen ja besser sein als andere. Und dann mag es für die anderen einen Druck geben, sich auch zu verbessern. Ja und? Das ist doch immer schon so gewesen, dass bestimmte Menschen besser sind, dass ein Druck auf andere gemacht hat. Wenn ich eine Gesellschaft habe, in der die Menschen nun mal total viel wissen und alle lesen und schreiben können. Natürlich macht das Druck auf den, der Analphabet ist und mit nichts klarkommt. Aber ist das denn schlecht? Weil das Gegenargument ist ja wirklich, wir dürfen uns nicht weiterentwickeln, weil wenn wir uns weiterentwickeln, dann hängen wir irgendjemanden ab. Dann bleibt irgendwer zurück. Irgendwer kann dann diese Schritte nicht mitmachen. Stellt euch mal vor, Albert Einstein wäre so an seine Arbeit gegangen. Der hätte gesagt, boah, ich habe diese total krasse Theorie, aber wenn ich die erstmal mache, das ist so abstrakt, das ist so kompliziert. Ja, das hängt ja alle ab. Eieiei, das kann ich ja gar nicht machen. Da deklassiere ich ja alle anderen. Ja, was hätte Einstein wohl gemacht, hätte er so gedacht. Wir hätten keine Relativitätstheorie. Wir hätten sowieso überhaupt nichts Großartiges, Fantastisches und Modernes auf der Welt, wenn unsere übliche Mentalität gewesen wäre, wenn immer sich jemand etwas Geiles ausdenkt, was die Menschen zu sehr abhängt, lassen wir es. So entwickeln sich Menschen weiter. Dadurch, dass erste Menschen neue Wege beschreiten, neue Ideen haben, neue Risiken eingehen und die anderen sehen, oh, es klappt gut, das ist macht das Leben besser, dann machen wir das auch. Das ist gerade der Wesen, wie wir Menschen uns weiterentwickeln. Noch nie hat sich die Menschheit weiterentwickelt, indem kollektiv alle Menschen auf der Erde gleichzeitig gesagt haben, ah, das ist eine tolle, neue, schöne Sache, jetzt machen wir das mal alle gemeinsam. So funktioniert das nicht. Und so muss das auch gar nicht funktionieren. Wenn du das Risiko eingehst, zu den Ersten zu gehören, die sich genetisch hochbessern und weiterentwickeln oder sich was implantieren lassen, ja, warum nicht? Dann hast du ein höheres Risiko, du hattest eine neue Technologie. Ist doch auch völlig fair, dass du ein bisschen besser dann dran bist. Und vor allen Dingen, es wird dir niemand dadurch etwas weggenommen. Dadurch, dass ich schneller denke, denkst du ja nicht langsamer. Dadurch, dass ich, wenn ich mich weiterentwickle und Nachtsicht habe, in der Nacht sehen kann, wirst du ja nicht plötzlich blind. Niemand wird etwas weggenommen. Es gibt nur einen Zugewinn. Das Leben von einigen Menschen bleibt gleich, das Leben von einigen wird viel besser. Dementsprechend ist das auch ein absurdes Argument. Auch wenn es ein Argument ist, was gern von sozialen Leuten kommt. Also Leute, die sich politisch sozial geben, was im Normalfall meint, sie sind dafür, dass den Fleißigen etwas weggenommen wird und den Verantwortlichen etwas weggenommen wird und den Mutigen etwas weggenommen wird für die Ängstlichen, Faulen und Unfähigen. Und genau das ist ja auch hier das Argument. Es kann nicht sein, dann sind die Leute zu gut und die anderen, die nicht so gut sind, ja, die fühlen sich dann ja schlecht. Scheiß Argument ist das. Transhumanismus aber ist tatsächlich geil. Egal, wie sehr es die Natur in den Hintern vögelt. Und Transhumanismus macht tatsächlich das Leben der Menschen krass besser, heute schon, durch Herzschrittmacher, durch Technologie und noch viel, viel mehr in der Zukunft. Und deshalb, wann immer euch Leute begegnen, die sagen, wir müssen diese gefährliche Genforschung stoppen oder so, tut mir einen Gefallen, tut euch einen Gefallen, tut euren Nachkommen einen Gefallen, zeigt ihnen den Vogel und kämpft dafür und argumentiert dafür, wie viel besser eine Welt sein kann, die sich weiterentwickelt. Und macht den Menschen klar, dass sich die Menschheit immer schon weiterentwickelt hat und dass das der Lauf ist, wodurch unser Leben so geil geworden ist und warum wir nicht mehr in den Höhlen sitzen. Das war Max Remke von Der andere Rebell. Wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. Würde mich freuen. Ansonsten bis demnächst.